Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Thema Erbschaft trifft nicht jede Einzelnen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es eine oder anderen gibt, wo gerade das ist das wichtige Thema, Erbschaft. Wie beeinflusst die kosmische Energie heute am 11. September 2017 unsere Situation Erbschaft? Worauf sollten wir achten? Gespräche zu führen im Verwandtschaft, aber auch im Nachbarschaft ist unvorteilhaft. Wir sollen eher zurückhaltend sein, nicht viel sprechen, nicht viel erzählen über Erbschaft. Es gibt's aber im Hintergrund Gespräche, also wir sollten auch mal hinter den Kulissen schauen. Es ist im Augenblick unbeweglich, heißt aber nicht, dass negativ ist, weil in die nächste Zeit wird etwas Schriftliches kommen oder ein Termin ausmachen bezüglich Erbschaft ist vorteilhaft. Wichtig ist, einen Überblick haben über die finanzielle Situation, also die Züge selbst in Hand nehmen, weil es kann passieren bei einigen, dass versucht jemand ihre eigenen Vorteile nützen und in dem Sinne könnten wir sogar um Betrug sprechen. Also das ist die Energie, was im Augenblick wirkt. Lieber abwarten, zurückhaltend sein und in Kraft bleiben und in die nächste Zeit verbessert sich etwas, aber nicht den Überblick verlieren. Wenn jemand damit persönlich betroffen ist und möchte das auch maßgeschnitten anschauen, dieses Energiefeld kann man berechnen im Horoskop. Und dabei kann ich Ihnen weiterhelfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.